what a course, the unstoppable force, pale horse riding in town. Yeah. He set and sail with the object to fail, you can bet I'm gonna break it down. Moin, in der letzten Folge haben die Dudes und die Dudette versucht, ein paar Infos aus Mitarbeitern rauszukratzen und leider mussten sie die nachher aufräumen und sie müssen die Frau noch aufräumen, also die Mutti, wo Karma dann ganz traurig war und zum Glück hat er eine gute Freundin, die ihn da trösten kann, wenn man halt Dinge tun muss, die man eigentlich auch nicht tun möchte. Viel Spaß und bleib geil. In der letzten Folge. Und vor 2 Minuten. Attacke, so, ihr seid da. Hä? Ja, alles sind wir doch klar. Schon längst. Ja, aber ich muss doch kurz zusammenfassen, wo ihr gerade seid. Da offensichtlich. Achso. Wir warten, bis der Typ wach ist und stellen ihm ähnliche Fragen erstmal, wie der ist. Es sei denn, er gibt sich aus dem Gespräch irgendeinen Hinweis darauf, dass er mehr weiß. Ach ja, kann ich nebenbei der Alten ihr Comlink durchsuchen, also der alten Frau. Klar. Nicht mal gezielt. Sollte aber nichts von Relevanz drauf sein eigentlich. Ich werde dabei. Entschuldigung. Obwohl doch, da müssten ein paar Arbeitsdaten drauf sein, ne? Weil die ja kein Arbeitskommunikat hatten, kein spezielles. Sowas wie zum Beispiel ein Kalender, wo die Arbeitszeiten immer dann festgelegt werden für alle, die im Küchenbereich tätsch sind. Und sowas wie Vorratslisten und Termine, wann Vorräte wieder angeliefert werden und so ein Shit ist auf jeden Fall drauf. Sowas in der Richtung. Okay. Der Pin von ihrem Umkleideschrank. Nice. 6, 6, 6. Nur dreistellig? Ja. Das ist ein Schrank, wo du deine scheiß Klamotten reintust. Wahrscheinlich hat's die Nummer 666 oder so. Es gibt, glaube ich, was hab ich gesagt, ungefähr 100 Mitarbeiter, ne? Die Nummer 66. Nee, das ist einfach ein Code, den man individuell festlegt. Und sie ist evil. Ich werde dabei mal das Objekt der vorherigen Diskussion entsorgen gehen. Oh Mann. Wenn du wiederkommst, guck Karma nicht böse an. Du schießt sie in den Kopf und wirfst sie in den Fluss. Ja, die wird vorher auch ein bisschen präpariert, aber ja. Willst du ihr noch die Haut vom Gesicht abziehen, damit man sie nicht wiedererkennt? Ja, und ich möchte sie rösten und essen. Wow. Bietest du Karma wenigstens was an? Natürlich. Und Xu? Aber selbstverständlich. Jodi. Jojo, facht ein kleines Feuerchen an. Barbecue. Natürlich werde ich das nicht tun. Ich werde auch sie ähnlich präparieren wie die anderen. Und ja, Karma guckt mich böse an, wenn ich zurückkomme. Ja. Scheint dir egal zu sein. Ja. Offensichtlich. Was mich nur noch sehr wütender macht eigentlich. Dein Flachmann sollte es aber wohl eher sein, oder was? Nee, der ist schon ziemlich leer, ja. Scheiße. Der ist ein halber Liter. Ein halber Liter Flachmann. Ja, ein 2/4, ja, ein Viertel. Karban ist ein großer Ork. Hab ich schon wieder falsche Vorstellungen? Das ist echt ein ganz schön großer Flachmann. Aber ich meine, du bist ein großer Ork, ja. Du hast keine falschen Vorstellungen. Ich glaube, in einen richtigen Flachmann geht tatsächlich nur ein 1/4 Liter oder 200 Milliliter rein oder so. Na, es gibt auch echt große. Ja, Karban kann ja... Vielleicht hat sich das Trollmodell geholt. Ist halt für einen Troll, für einen Ork, ne? Gut, dass du damals in diesem Evo-Geschäft warst, zusammen mit Misha und alles besorgt hast, was du brauchst. Extra für uns. Eben.
Ey, Mensch, Kaba, wollen wir uns so einen Flachmann kaufen? Sieht bestimmt cool aus. Na klar, Junge, den brauchen wir unbedingt. Und jetzt braucht ihr ihn. Also im normalen Flachmann passt inzwischen 150 und 260 Milliliter. Das für Leute, die keinen Durst haben. Das für Leute, die sich nicht anstrengen. Wenn du dich anstrengst, hast du auch Durst. Aber es gibt auch welche mit halb Liter. Nice. Es gibt sogar Flachmänner mit 1,8 Liter. Okay, das ist ein bisschen sehr hart. Das ist doch ja kein Flachmann mehr. Das ist dann schon ein Rucksack. Juli, der Typ wird irgendwann wieder zu sich kommen. Und sich die Birne nicht halten, weil ihr ihn vermutlich gefesselt habt. Da ich mich nicht mehr an die Fragen erinnere, muss er nochmal... Guten Morgen. Mein Schädel. Ja, du hast den Kopf gestoßen. Ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Yep. Also, nicht mehr in deiner Wohnung. Alles andere ist irrelevant. Bei euch in der Firma, wie läuft denn das da so? Na, du gehst morgens zur Arbeit. Oder mittags oder wann auch immer du anfängst. Dann gehst du rein. So, irgendwann kommt bestimmt eine Sicherheitsüberprüfung. Du musst durch Türen durch. Wie funktioniert denn das alles? Ich weiß, dass du einen RFID-Chip im Arm hast. Jo, für alles, was innen ist, geht euch die Schranke an. Grüßt den Typen. Manchmal werde ich abgetastet. Dann gehe ich zum Haus mit der Umkleide. Rechts. Ziehe ich mich um. Dann gehe ich zu meinem Arbeitsplatz. Okay. Da sind überall Schlösser. Da gab es früher mal Chipkarten für. Die werden aber jetzt nicht mehr benutzt. Warum nicht? Das ist echt eine gute Frage. Keine Ahnung. Keine Ahnung mehr, wie es funktioniert. Dann wieder Es hat sich erinnert, als der neue Sicherheitschef ankam. Wie heißt denn der neue Sicherheitschef? Gib dir einen Namen. Den habt ihr schon mal gesehen, das war der Dicke, der so nett sich mit seinen Untergebenen unterhalten hat. Ja, stimmt. So, sind da irgendwelche Sachen umgebaut worden? Gibt's da jetzt eine Gesichtserkennung, Netzhautscan, irgendwas anderes? Na, umgebaut wurde nichts und von dem Rest habe ich keine Ahnung. Frage mal, ob er eine Karte hat. Müsst ihr eure Chipkarte immer noch dabei haben? Na, es gab kein Sicherheitsupdate. Also müssten wir sie eigentlich immer noch dabei haben und müssten sie eigentlich noch immer benutzen. Aber es ist halt sinnlos. Okay. Hast du deine Karte? Klar. In welche Bereiche kommst du rein? Mach mal die Karte auf. Du bist der verfickte Link. Warte. So, er kommt rein. 6. Allerdings. Oben links. Allerdings, also er käme überall rein, wo 6 dran steht. Allerdings geht er nur ins erste, weil da halt die Umkleiden sind, ne? Er ist nie Notbesetzung, aber das hat mit seinem Arbeitsvertrag zu tun. Er könnte sogar in die 5 rein, also dort, wo die Notbesetzung band. Genauso wie in der 4, weil da muss er sogar manchmal rein. Er kommt des Weiteren rein in 1 und 2. Ich mach Markierungen für dich. Okay. Also im Wesentlichen eigentlich der gesamte linke Bereich. Okay. Und natürlich, plus natürlich sowas wie das scheiß Cafeteria. Jojo fragt ihn explizit nach den anderen Bereichen. Was muss man tun, um da reinzukommen? Du meinst jetzt dort, wo ihr auch rein wollt zum Beispiel, ne? Ja, 19, ja, okay. 18, 17. Na, theoretisch müsstest du die richtige Karte haben und dann drin den richtigen RFID. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt reinkäme, vielleicht schon. Ich hab's nicht ausprobiert, aber jetzt, wo die Türen einfach aufgehen, weiß ich nicht. Okay, dann gib mir mal ein paar Namen und ein paar Leute, die da reinkommen. Und die richtigen Karten haben. Ihr kennt nicht ganz so viele mit Namen, aber dann nennt ihr ein paar. Also ich meine, jeder, der in den Trakten arbeitet, muss halt rein. Okay, dann sagst du mir jetzt noch, wo die wohnen, beziehungsweise wo ich die finde. Boah, Alter, keine Ahnung, wo die wohnen. Ernsthaft jetzt? Mit denen habe ich nichts zu tun. Ach Gott, seid ihr alle nutzlos. Das sind die Hochverdiener. Statt eine Datensuche. Jo, du findest ein paar von denen. Okay. Verlinkt. Wie ist denn das, wenn ihr da auf dem Gelände seid? Gibt's da zwischendurch mal, kennt ihr euch da alle? Gibt's da Überprüfungen, wer mit wem und überhaupt?
wenn du da mal draußen rumrennst, kennen dich die Sicherheitstypen oder wird dein RFID abgefragt? Wie läuft das? Eigentlich, also die könnten das machen, aber die Leute, die draußen rumrennen, kennen schon die meisten Gesichter. Nehme ich an, keine Ahnung, ich wurde da nicht überprüft. Ob es da vielleicht oft Neubesetzungen gibt? Na, gerade was so Küchenscheiß und Reinigungsscheiß angeht, auf jeden Fall. Bürokräfte auch zum Teil mal. Aber dann so die, gerade die, auch das, was er macht, ist zum Beispiel nicht so häufig neu besetzt und alles, was sich im eigentlichen Verlegungskomplex Komplex abspielt, ist eigentlich relativ fest. Okay. Da würde man sich auch schon eher wundern, wenn der eine Typ dann einfach nicht zur Arbeit kommt. Tja, dann müssen wir uns wohl ein bisschen beeilen. Okay. Jojo wendet sich per Nachricht an die anderen. Fällt euch noch was ein? Ihr könnt noch eine Krankenmeldung schreiben. Stimmt. Gegebenenfalls. Aber wenn er dann doch zur Arbeit geht, ist es doof. Stimmt. Aber im Zweifel geht es ihm halt wieder besser. Wie ist denn das, wenn ihr krank seid oder so? Zusammengefasst, das Küchen- und Reinigungspersonal ist nicht krank oder es ist gefeuert. Und er? Er geht zu einem Rabutnik-Arzt. Und lässt sich das attestieren. Mist. Aber Rabotnik ist noch nicht so lange im medizinischen Dienstleistungsshit. Der geht zu einem Arzt, der die Zusatzausbildung Rabotnik-Arzt gemacht hat, der aber ein stinknormaler Arzt ist und der halt mit von denen ein bisschen extra Kohle gibt. Okay. Na, ist egal. Im Zweifel müssen wir uns halt einfach wirklich beeilen. Jo. Okay. Weil zu einem Arzt jetzt dahin und so, das ist mir jetzt, also ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist oder ob wir es hinkriegen. Nee, ich glaube nicht. Okay. Na dann, wollt ihr noch irgendwas wissen? Sagt Jojo jetzt laut. Ich deute das Schweigen mal als nein. Naja, ich jetzt nur die eine Frage ist mir in den Kopf gekommen, wie alt ist der Kleine oder die Kleine, aber das ist das jetzt nicht fragen, das wäre ja böse. Warum nicht? Frag doch. Nee, das wird er jetzt nicht fragen. Das tut er sich selber nicht an. Bist du sicher? Um Jojo eins auszuwischen? Um ihr beizubringen, dass es scheiße war, was sie gemacht hat? Nein, weil man sich selbst quälen will. Deswegen dachte ich. Ja, das ist das Problem eigentlich. Ach komm, scheiß drauf. Wie alt ist der Kleine? Die Kleine? Wie alt ist das Kind? Wie heißt es? Ist das Spielleiter keine Ahnung oder hat der Charakter keine Ahnung? Oh, der Typ hat keine Ahnung. Ich erschieße ihn. Sein Blut tropft auf das Blut von der Alten. Übrigens, wenn du das rausfinden willst, das Comlink von der Alten wäre da bestimmt ziemlich hilfreich. Das habt ihr ja auch noch. Jojo könnte das sogar wissen, die hat ja nachgeguckt. Ja, willst du es mir sagen? Ja. Okay, Vier, Anton. Er wollte es doch wissen. Vier, Anton, diagnostizierte hyperkinetische Störung. Außerdem auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung. Jojo ruft das auf und schmeißt ihm das zu. Bitte, guck doch selbst nach. Sind noch ein paar Kinderbilder und ein paar Babybilder von ihr und ihm, wie sie ihn säugt dabei und sowas, ne? Hast du gerade gesagt, er hat Apes? Nee. Ich hab gesagt, er hat ADHS und... Oh, okay. Und Wahrnehmungskram. Okay. Okay. Wird in den Fluss geworfen und erledigt. Nur, dass wir uns richtig verstehen. Bei dem Typen werden die nicht nachfragen, wenn der morgen nicht kommt. Die werden sagen, so eine Scheiße, Alter. Werden die mal anrufen, dann werden die sagen, fick dich, dann wird er rausgeschmissen. Die werden den nach 2 Tagen oder so rausschmeißen, werden sich einen neuen besorgen. Solltet ihr jetzt zum Chemikanten gehen, dann seid ihr erst im Zuchtzwang. Nee, zu dem gehen wir dann, wenn wir sicher sind, wie wir und wo wir rein wollen. Sehr gut. Wir sind trotzdem seinen Dingsbums zu sagen. Ja, den Papagei. Brechen wir nur ein, um den Papagei zu klauen. Genau. Nee, den RFID-Chip holen wir ihm halt noch raus, ne? Ich meine nur, das ist dann halt der Point of No Return. Das ist klar, aber wenn wir uns halt entschieden haben, wie wir wo wir rein wollen und alles geklärt haben, dann müssen wir halt zu ihm rein, klar. Sehr gut.
Ihr findet, ich meine, das war jetzt nur einer von denen, ihr findet noch ein paar mit, es ist kompliziert und selbst wenn die Leute in irgendeiner Art von Beziehung gestopft worden sind, findet ihr entweder Termine, wo die nicht da sind oder ihr kreiert Termine oder es ist euch wieder mal scheiße, ja, und ihr legt die mit um. Ja, ich sag mal, uns geht's jetzt eigentlich nur darum, dass wir die richtigen RFID-Chips und zur Not auch die richtigen Schlüsselkarten benutzen, falls da doch noch irgendein Mechanismus ist, den wir nur zu dumm sind, um rauszukriegen. Okay, wenn ihr wirklich in das große Gebäude wollt, dann waren die beiden vermutlich bisher nutzlos. Ja, wir haben ja ein paar Namen von dem Typen. Ja, genau, deswegen, ja, da waren solche Namen mit dabei, die ich gerade erwähnte, von wegen. Aber wir müssen das jetzt bestimmt nicht nochmal alles einzeln ausspielen. Nö, aber ich dachte, vielleicht wollt ihr euch noch vorher ein paar Gedanken machen. Mhm. Ihr habt noch zwei weitere Namen und vielleicht mache ich es noch einmal, weil es ja ein C-Plus-Gebiet ist. Das kann schon noch sein, okay? Nee, ja klar, nee, das bei dem Chemikanten, das Chemiker, das ist ja alles easy. Ich meine jetzt wegen der sinnloseren Typen, die... Ich dachte, da wollt ihr vielleicht gar nicht mehr hin. Ich dachte, nur Namen von nicht sinnlosen Typen habt ihr noch, falls ihr drei wollt halt. Ja, ja, genau. Genau, und da würde ich das, wenn überhaupt, so machen, dass ihr noch zu einem von denen geht, kurz vorher, falls ihr dann noch was fragen sollt, wollt oder so, und die anderen beiden sind halt geschenkt, weißt du. Nee, genau, nee, das dachte ich schon. Also, alles gut. Ich war verwirrt. Okay. Ja, ich denke mal, man wird dann da seine Spuren weitestgehend beseitigen und zurückfahren. Erstmal. Easy. So, was machen wir jetzt? Wie machen wir es jetzt? Wohin genau? Fahrt ihr eigentlich zurück? Ja, wir machen wahrscheinlich noch einen kleinen Umweg und machen ein bisschen Krams und dann zurück zum Ganghaus, dachte ich. Okay, ich genau. Wollte das nur wissen. Wo das Bier in Strömen fließen kann, Junge. Ich umfahre Staus und Baustellen und sonstige nervige Dinge. Sehr gut, kein Problem. Das Gute ist ja, es war ein anstrengender Tag, da kann man auch mal was essen und zum Essen, da muss man ja ein Bierchen trinken. Ist ja jetzt bestimmt auch schon so 17 Uhr oder 18 Uhr. Das ist eine gesellschaftliche Konvention, dass man dazu Bier trinkt. Trinkst du auch Bier, Jojo? Trink keins. Ich trinke auch nicht. Jojo ist auch eine Kindermüllerin. Indirekt. Ah nein, sogar direkt. So, lieber Milzpro, lieber Milzprolette, ich hoffe, du hast es jetzt verstanden. Wenn du abends zum Abendbrot nicht ein Bier trinkst, dann bist du ein verfickter Kindermörder und schlimmer oder mindestens so schlimm wie Jojo. Und so. Wow. Hallo, das war die Logik, die er gerade offenbart hat und das heilige Wort des Daddys, das Gesetz. Anderthalb Greifjunge. Eben. Jojo guckt ihn nur an, wenn er jetzt weiterhin schmollt. Sag mal, willst du jetzt den Rest des Abends schmollen oder wie sieht das aus? War vier. Oder beziehungsweise ist vier. Was hast du gesagt? Nix, alles gut. Okay. Also, wie machen wir den ganzen Kram jetzt? Bleiben wir beim ursprünglichen Plan? Dass der eine Typ in die Nummer 2 reinkommt, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann können wir uns da möglicherweise mal kurz verstecken, wenn es notwendig sein sollte oder sowas. Da werden noch andere Leute drin sein, ne? Ach so. Mist. Also vermute ich 4 bis 5 insgesamt in den beiden Gebäuden. Okay. Die können wir ja zur Not erschießen, nicht wahr? Willst du jetzt echt rumzicken? Du hast dir echt eine merkwürdige Zeit ausgesucht, um irgendwie deine Moral wiederzufinden. Was? Wenn du das meinst. Was soll das denn jetzt? Warum machst du jetzt so einen Aufriss? Was bist denn jetzt so? Jetzt so geil. Sorry. Alles gut, mach worauf du Bock hast, ich find's witzig. Oh Gott, ich hab mich gerade voll verschluckt. Ja, ach, ist doch scheißegal. Wir gehen einfach rein, bringen die Leute um, die wir umbringen müssen und gehen wieder raus. Alter! Was machst du jetzt ein auf Zicke? Was soll das denn jetzt? Seid ihr jetzt gerade im Ganghaus, oder? Ja. Du bist, glaube ich, eigentlich auch da.
Genau, dann gehe ich jetzt mein Päckchen abholen, solange ihr rumzickt. Sehr schön. Konfliktvermeidung. Gut. Genau. Das eine ist ein tollwütiger Ork, der zu viel getrunken hat, und das andere eine Magierin. Ich gehe kurz mein Päckchen holen, und wenn ich wiederkomme und bete Leben noch, ist alles safe. Du meinst, das Haus doch steht. Ja. Jojo blickt zu kurz hinterher. Schaut dann wieder zu Karman zurück. Der ist konzentriert auf sein Bier. Und grummelig reinzugucken. Kriegst du dich jetzt mal wieder ein? Hm? Ob du dich jetzt mal wieder einkriegst oder ob man heute nichts mehr mit dir anfangen kann. Ist doch vielleicht normal. Ist alles gut? Ja. Aber nicht sonderlich produktiv. Du meinst. Ja, komm, lass einfach reingehen, alle erschießen, die wir erschießen müssen, und dann wieder rausgehen. Ja, super effektiv. Bist du jetzt gerade in der Trotzphase oder was ist los? Oder bist du einfach besoffen? Ja, das macht doch eh keinen Unterschied für dich. Was, ob du in der Trotzphase bist oder besoffen? Doch, besoffen. Nein, ob du einfach Leute erschießt. Nee, macht ja auch keinen Unterschied. Siehst du? Also, warum sollte es auch? Können wir einfach reingehen und alle Leute erschießen, die in unserem Weg stehen. Also machen wir es einfach weiter. Nein. Er guckt dich aber fragend an. Zu viel Ärger. Mhm. Na dann. Aber was soll das denn jetzt? Warum ist ihr Leben denn jetzt so viel mehr wert als seins? Weil sie ein Kind hat? Warum ist das Leben des Kindes mehr wert als seins? Wo ist der Unterschied? Was macht das eine Leben lebenswerter als das andere? Alter, die hatten... Alter, die hatten auch ein Kind. Du hast ja auch gottverdammte Kinder. Das ist was... Und? Glaubst du, irgendwer interessiert sich dafür? Deine Kinder vielleicht? Ja, meine Kinder vielleicht. Aber der Typ, der mir mit der Knarre gegenübersteht, interessiert das ein Scheißdreck. Die meisten Leute interessiert es ein Scheißdreck. Tja. Ich hab ein gottverdammtes Kind, ja. Deswegen ist das Kind ja jetzt auch nicht hier. Sondern ich. Das macht die Welt nicht besser. Ich weiß nicht, wenn so Leute mit du rumrennen, richtig. Ernsthaft jetzt? Weißt du, wie viele Kinder du schon gezeugt hast? Ja. Sicher? Ziemlich. Vielleicht hat es dir auch nur einfach keiner gesagt. Vielleicht haben die Frauen das Kind auch nur abgetrieben. Oh, böser Blick. Richtig, richtig böser Blick. Gut, planen wir einfach weiter. Vielleicht haben sie es auch einfach nicht bekommen, weil sie Angst vor dir hatten. Schon mal überlegt? Die Glasflaschen Kabats haben zersprengt, würde ich mal behaupten. Kannst du das nicht hören? Dass du anderen Leuten Angst machen könntest? Dass du gefährlich bist? Ich habe keine Kinder. Ende. Nein, aber du solltest dir überlegen, warum das eine Leben für dich mehr wert ist als das andere. War das nicht was, wo du sonst immer ein Problem mit hattest? Werd erstmal nüchtern, dann können wir weiter planen. Sagt sie, steht auf und geht raus. Ja, ja. Er muss sich irgendwie die Hand verbinden. Das ist ziemlich blutig, das Ganze. Ja. Das kriegt er schon hin, der ist ein großer Junge. Bestimmt. Judy, Xu. Ja. Deine Päckchen sind da und du bekommst sogar noch eine Probepackung Gleitgel. Also das ist wirklich echt nicht viel, aber für den kleinen Stich zwischendurch reicht's ja immer mal. Ist ja nun Zwerg. Was soll das denn jetzt? Ich bin immer noch kein Zwerg. Der muss... Ach ja, richtig. Er ist Asiate. Ich weiß, das ist das Gleiche. Dr. Baryshnikov hat bestimmt ausgerechnet anhand von Statistiken, wie viel Gleitcreme er braucht. Nein, hat er nicht. Es ist eine Probepackung. Die macht Lust auf mehr, weil es nur für die Spitze reicht. Ich nehme an, ihr wollt zum nächsten Tag, ne? Er kommt wahrscheinlich irgendwann in das Gegenhaus und beide sind nicht da. Wo vielleicht ist er auch so klug und ruft vorher da, die ist nur nicht mehr in dem Zimmer, wo wir gerade gesessen haben, aber da ist die. Ich kann mir vorstellen, dass er klug genug ist, bevor er diesen halbstündigen Weg auf sich nimmt, mal kurz anzurufen, wird das heute noch was? Und dann wird Jojo sagen, nee. Und Kaba wird er vermutlich nicht anrufen.
Genau. Weiße Unterstellung, oh, keine Ahnung. Hier, die nächster Tag, pass auf, noch in der Nacht. So gegen, keine Ahnung, 0:43, 12 Sekunden. Klopft es an deine Tür zu? Das wäre doch wahnsinnig, um so ein... Okay, dann stehe ich auf. Schnapp mir zwei Messer. Ja. Geh dann leisen Schrittes zur Tür. Hm. Und guck dann durch dieses kleine Guckfenster, weißt du, was ich meine? Sichi. Den Türspion. Genau den. Jo, vor deiner Tür steht Patinka. Das ist eine IC-Brecheröse. Das stützt sich ab und sieht irgendwie etwas bleicher aus. Guck mich um, ob da noch jemand ist. Nö. Okay, dann mache ich die Tür auf. Sehr gut, dann wird sie reingestolpert kommen. Sie hält sich die Taille, da läuft so ein bisschen Blut raus. Ich habe ein Medikit hier irgendwo rumliegen. Warte mal kurz. Fuck, beeil dich. Geht zu suchen. Findest du auch. Unter der Pappschachtel voller Pizza. Super. Ja, ich frage jetzt einfach mal nicht, aber was ist denn passiert? Währenddessen schließe ich so an. Du musst die Kugel da rausholen. Ja, das kriegen wir sicherlich irgendwie hin. Fang an. Ich fange an. Wie hoch hast du Erste Hilfe? 3. Ja, das reicht, okay. Jo, ich meine, es wird nicht schön, aber die sitzt nicht unendlich tief und hat auf jeden Fall keine Organe zerteilt. Deswegen kriegst du es hin. Dann werde ich schweigend das langsam aufschneiden und die Kugel rausholen. Und dann vielleicht sogar einen Verband anlegen. Das wäre gut, ne? Passt. Danke. Kein Problem. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass du nicht mehr hier wohnst. Ich war letztens auch im Safehouse, also hast ziemliches Glück. Was denn passiert? Bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, irgendjemand hat uns gefickt. Scheiße. Er hat einen kleineren Deer und irgendwas ist schiefgelaufen. Wer war denn alles beim Deal da? Nur ich und Global. Aber der ist auf jeden Fall raus. Okay. Wir haben uns getrennt. Hast du mal in der Zentrale angerufen? Noch nicht. Ich dachte erstmal an diese Kugel. Ja, gute Idee. Er wird das schon machen. Dann muss es ja um die Ecke gewesen sein. Welche Gruppierung? Nee, es war nicht um die Ecke. War schon ein Stück weiter weg. Es war ein Worry-Deal, wir kannten die Leute nicht. Okay. Ich weiß nur, dass es nicht fucking Florinas Leute oder so waren. Okay, gut zu wissen. Der Typ würde schon in Kraft setzen, Protokoll. Du musst mich dann später noch fahren. Kein Problem. Konnte nicht schlafen. Hab ich Glück gehabt. So ein bisschen. Dann wird vermutlich angerufen. Nee, lass es mal global machen. Die melden sich dann. Ich will jetzt nicht. Ich weiß nicht, wenn irgendwas auf meinem Comlink ist, wer weiß, wie sich. Wir warten mal lieber auf Nachricht. Okay. Wir werden vermutlich eine Drohne oder irgend so ein Shit schicken. Dann werfe ich mal Nachrichten an, vielleicht ist irgendwas zu sehen. Jo, es gibt ja einen Nachrichtensender, wo dann ab und zu mal kurz so eine Bildstörung ist, die ankündigt,
wann meine Nachricht an alle kommt. Je nachdem, wie häufig die pro 5 Minuten ist. Und da ist noch ein bisschen Zeit, bis es dann ernst wird. Okay. Aber die Hebel wurden in Bewegung gesetzt, quasi. Okay, nice. Dann wird sich umgehört, was momentan, was mit der Worry los ist, mit der anderen Worry. So, nicht von Florina. Die irgendwie auch langsam am Durchdrehen sind, oder? Das könntest du auch sie direkt fragen, ne? Weil die arbeiten ja, also die IC-Brecher arbeiten jetzt für Jäger. Ja, dann frage ich sie das. Nee, eigentlich wirkt das alles grundsolide. Aber... Okay. Florinas Leute sind echt noch einige. Und es gab überall nur Verluste und jetzt kommen vermutlich die ganzen Ratten aus ihren Löchern gekrochen und wollen ein Stück Käse haben. Ja, wird wahrscheinlich wieder eine große Ratte geben. Kann sein, aber ich hoffe mal nicht. Ja, das ist aber meine Befürchtung. Solange wir dafür sorgen können, dass die Gurs sich erholt, sind wir noch auf der sicheren Seite auf jeden Fall. Er braucht uns gerade jetzt. Der hat keine Hacker. Das war das brennende Gebäude, ne? Jo. Ja, dann warte ich. Und stell keine unangenehmen Fragen. Jo. Kommst du voran? Ich weiß nicht genau, was du machst und das ist auch nicht wichtig. Ja, läuft alles in Gang. Okay. So, jetzt nichts wirklich Besonderes. Ich weiß, dass, boah, shit. Ich weiß, dass Cheng nicht so die beste Meinung von ihnen hat, aber auf die Gang kannst du dich meiner Ansicht nach verlassen. Wir hatten mit denen ein paar gute Deals. Okay. Und die sind genauso von Jaguar abhängig und arbeiten auch schon ewig mit dem zusammen. Egal, was in den letzten Wochen passiert ist. Ich glaube, das passt noch. Ja, ist auch meine Auffassung. Sind doch alle relativ freundlich, also es geht schon. Na gut, freundlich. Ja, weißt, was ich meine. Hä, hey, die müssen nicht freundlich sein, die sind nicht wie die... Ja, ich mein, für Gänger. Ja. Für richtige Gänger. Die meisten von uns kommen halt irgendwie nicht aus dem Ghetto und die meisten von denen schon. Oder aus dem Halbghetto. Alles egal, Hauptsache wir wissen, dass sie uns nicht in den Rücken schießen, sondern aus unserem Rücken heraus im schlechtesten Fall auf die anderen schießen. Gibt's sonst noch irgendwas, was... Ach ja, ich glaube, wie heißt der... an Spielleiter die Frage, wie ist der Typ jetzt nochmal, bei dem wir waren? Demian. Demian, genau. Demian wollte mal vielleicht einen Deal oder sowas. Vielleicht kannst du das mal weiterleiten, ich habe mit dem mal gesprochen. Echt? Ja. Sehr gut. Vielleicht werden wir ein bisschen unabhängiger von Shigo. Ja, jetzt gerade noch nicht, aber in der Zukunft. Ja. Das wäre auf jeden Fall gut. Ja. Scheiße, das ist gut. Was hast du mit dem zu tun? Naja, könnte sein, dass ich leicht angeschossen wurde und jemand von den Falcons auch. Und naja, irgendwann sind wir dann dort gelandet. Okay, und da hat er gesagt, ihr könnt bleiben, aber ich will einen Deal dafür. Nee. Er wollte nur mal mit uns reden, mit allen. Hä? Ein kurzes Vier-Augen-Gespräch war irgendwie richtig strange, aber mehr wollte er wirklich nicht. Ich glaube, alte, einsame Männer werden irgendwann komisch und freuen sich, wenn jemand mit ihnen redet, der nicht ihr Untergebener ist. Ja. Okay, gut. Ich werde das weitergeben, das ist gut.
guckt jetzt kurz zum Tritt. Okay, gib mal kurz Zugang auf deinen Tritt. Mach ich. Spielt da ein bisschen rum. Dann lädt sie sich was runter. Okay, hab Adresse. Okay, dann gehen wir zum Auto, oder? Jo, hast du eine Krücke oder so ein Shit? Ja, hab ich. Warte mal kurz. Ich geh mal kurz Richtung Auto. Oh Gott, ich überlege, was ihr da habt. Da war doch die Krücke von der alten Frau. Ja, sehr gut. Oder nicht? Ja. Ist gut. Man kann alles nochmal hier brauchen, man muss es nur horten. So sieht auch die Wohnung aus. Sehr gut. Jo, sehr gut. Sie wird sich dann da drauf stützen. Hm. Und dann wird sie sich runterquälen mit dir. Ja. Dann werdet ihr zu einer Adresse fahren. Ja, genau. Da gibt's auf dem Weg keine Probleme. Nein. Und dann wird sie vermutlich abgeholt von einem Taxi, wo auch einer von euch fährt, der nochmal zunickt. Sehe ich auch, dass niemand hinten irgendwie noch im Taxi sitzt. In dem Taxi ist niemand und sonst auf der Straße niemand, der irgendwie dem Ganzen Beachtung schenkt, weil es sieht halt aus, als hätte sie sich irgendwie das Bein gebrochen oder so, wie die rumrennt. Oder zumindest einen Fuß oder so ein Shit. Mhm, okay. Dann fahre ich wieder zurück, würde ich sagen. Hm. Dich verfolgt niemand. Gut so. Außer deine schwermütigen Gedanken. Hm. Ach ja, ich würde mir dann vielleicht bei einem Kontakt Informationen über die momentane Situation bei Shigua so vielleicht später kaufen oder mal anfragen. Für einen Tausender kriegst du jetzt was. Hm, okay. Das ist diese ehemalige Mitglied von den ISD-Brechern. Um das mal einzukategorisieren. Oh Gott, dein Charakter war das bei mir im Arsch, war da? Ach nee, doch nicht. Du meinst Malik Zotov? Ja, genau. Das ist eine Zweier-Connection. Der hat sich nämlich richtig erfolgreich selbstständig gemacht mit so einer Kunstatelier. Mhm. Welche Art von Kunst? Expressionismus. Richtig hässliche Bilder, die dann schon mal 1000 Yen kosten können. Aber niemals so viel wert sind. Und niemals jemand sich ins Haus hängen würde. Na, warte mal, der Wert ist ja bei Kunst immer genau das, was bezahlt wird. Das ist ja der Witz. Ja, genau. Deswegen. Das heißt, die Bilder, die nicht verkauft werden, haben keinen Wert. Und die gekauft werden, die haben richtig viel Wert. Ja, schon. Und wenn du sie dann klaust, dann haben sie noch mehr Wert. Ja, da hole ich jetzt ein Bild für 1000 Yen ab. Sehr gut. Das ist eine Zweier-Connection. Dann braucht er vielleicht doch noch ein paar Tage. Okay, dann hole ich später mal ein 1000 Yen-Bild ab. Okay, also warte mal. Du wolltest Infos über die Situation bei der Wori von Ego, okay. Ja, genau. Was ist eigentlich mit dem Typen geworden, den wir irgendwie damals nochmal angesetzt hatten? Hä? Na, der Mitarbeiter, der nochmal weitergucken wollte. Der Evo-Mitarbeiter. Der hat sich offenbar nicht mehr gemeldet. Saftsack. Weißt du, vielleicht ist es auch so, dass er einfach nichts mehr gefunden hat. Das glaube ich nicht! Du willst es nur nicht glauben, weil du Yegor hassen willst. Und aber, so überlebst du alles. Du wirst einfach vergessen. Ich liebe Yegor. Persönlich. Ich mag ihn wirklich sehr gerne. Warum verteidigst du denn die ganze Zeit Florina? Tu sie doch gar nicht. Doch, wenn sie sagt, der muss was rausgefunden haben, dann will sie ja, dass offenbar was anderes rausgefunden wird, als dass Florina schuld war. Und ich meine, die ist schon tot. Wenn wir alle übereinstimmen, dass sie schuld war, dann gibt es auch kein böses Blut mehr und wir können uns alle in der Zukunft wieder anfreunden und gute Geschäfte machen.
Aber dann schießt ihr Gorz in den Rücken. Das tut der doch gar nicht. Der hat doch gar keine Waffe. Ja, er nicht, aber seine Leute. Der hat doch keine mehr. Also zurzeit ist es so, das wisst ihr alle, ohne dass er irgendwas holen braucht. Wenn Yegor sich jetzt mit den Falcons anlegt, dann macht er die kaputt. Aber dann ist er so weit runter hier wirtschaftet, dass viele andere kommen und den Rest seines Unternehmens auseinanderbeißen werden und seine Untergebenen ihn schon während dieses Zerschlagungsprozesses absägen werden, weil er sinnlos Ressourcen verschwendet, darauf eine mögliche gute Ressource zu vernichten. Nur weil er unhöflich zu euch dreien ist, muss das nicht heißen, dass das alles schlecht... Ich finde ihn gar nicht unhöflich. Es war nicht alles schlecht früher. Wir hatten auch hier Muckefuck. Egal! Und eine Mauer. Ich hab recht! Wir hatten eine wirklich schöne Mauer. Mir egal, dass du Spielleiter bist. Ich hab recht! Und das sogar noch bevor Mauern cool wurden. Das stimmt. Verdammt, der war gut. Der war wirklich gut. Hut ab! Verdammte Mauer-Hipster. So, Freunde, zurück aus den Landen der Vollbeschäftigung. Nach Moskau. Du fährst zurück und kriegst dann noch ein paar Stündchen Schlaf. Ich denke nicht, dass ihr euch ultra früh treffen werdet. Schön. Nee, ich werde auch nicht so früh wach sein. Ich schon. Du hast ja auch kein Gewissen. Was? Gesagt, du hast auch kein Gewissen mehr. Ich wollte gerade sagen, aber Gewissen lässt einen doch gerade schlecht schlafen und dann fiel mir ein, aber Schnaps lässt einen gut schlafen. Mhm. Das stimmt. Es gibt Gründe für den Schnaps. Weiß. Also, wenn du dich dann irgendwann aus deinem Bett schälst und dir Lars und Timbo in dein Zimmer kommen. Nee, eigentlich nur einer und deswegen Lars. Sag mal, hast du noch das... Was? Ah, du stinkst wie ein Brauereigaul. Ah, ja. Ah. Hast du auf dein Kissen gekotzt? Nee, Mann. Ah, nee, das ist aber... oder sowas. Boah, mach erst mal das Fenster auf, so kann ja keiner denken. Laber nicht so eine Scheiße, Mann. Junge. Ich mach das Fenster auf. Er macht kurz die Tür zu. Junge, es ist gerade nicht die Situation, wo wir jeden Tag Party machen können. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass das wichtig für deinen Job war, dass du dir was reingezogen hast. Nicht wahr? Sicher. Schön. Hast du von der Nähmaschine einen Comlink bekommen in den letzten 2 Tagen? Was? Ob du in den letzten 2 Tagen von der Nähmaschine einen Comlink bekommen hast? Oh, die hab ich. Ich glaube nicht mehr. Nee, wieso? Boah, scheiße, Alter. Hat Jojo eins bekommen? Nein. Ich glaube nicht. Okay. Trink Wasser. Ich greif mal neben mein Bett und greif nach der Wasserflasche. Nimm einen Schluck so. Kein Wasser. Das ist schon mal echt ein gutes Zeichen. Ach, Mann, Frischling, Alter. Geht raus. Jojo! Ha? Hast du in den letzten 2 Tagen von der Nähmaschine einen Comlink bekommen? Nee, wieso? Aha, er kommt paar Schritte auf dich zu, streckt seinen Kopf in deine Richtung und hat noch so 40 cm Abstand. Okay. Hä, was war denn das jetzt? Hast du auch nicht. Warte mal, wen hab ich noch nicht? Er geht weiter. Noran! Jojo guckt sich verwirrt, guckt verwirrt zu ihm rüber. Ich geh duschen. Wahrscheinlich ist sein Comlink mit seinen Pornos weg.
Gott, das wäre eine Katastrophe für den armen Jungen. Ich sag mal, da würde die Matrix aber komplett durchforstet werden. Ich muss alles wieder haben, sofort. Will du nur Poke-Porn. Wow. Ey. Hey, Misty war hot. Judy. Komisch, wenn ich das sonst sage, gucken mich die Leute ganz merkwürdig an und dann muss ich mal ein bisschen kichern, aber hier sehe ich gar nicht euren Gesichtsausdruck. Das hat irgendwie seine Wirkung verfehlt. Das gefällt mir nicht. Das wär auch nur zustimmendes Nicken gewesen wahrscheinlich. Danke. Endlich mal jemand so. Sie hatte Möpse und kurze Klamotten. Sie hatte keine Möpse. Ich habe keine Ahnung, doch bestimmt. Ja, sie hatte Jojo-Ursprungsmöpse. Ich tu mal ein bisschen Research, das klappt wieder. Also doch, sie hatte welche. Ja, warte mal, Jojo-Ursprungsmöpse hatte die. Nee? Nee, das ist mindestens anderthalb Mal. Also Leute, ich sehe hier, aber entschuldigt mal bitte. Okay, langsam komme ich in die dunklen Seiten des Internets. Wie viel Cosplay gibt's davon eigentlich? Ja, okay, es könnten vielleicht Jojo-Ursprung... Na, ein bisschen mehr als Jojo-Ursprungsmöpse. Oder nee, ungefähr Jojo-Ursprungsmöpse, glaube ich. Ja, doch, es kommt schon ungefähr hin. Verdammt! Leute, ihr könnt doch nicht mit jemandem streiten, der sich jeden Abend darauf ihn runterholt. Der Kaban hat einen extra Ordner. Jo, ich glaube, das war jetzt der Originalbilder, Deli. Ja, sehe ich schon, dass das direkt aus der Serie kommt. Ja, ja. Natürlich. Jodi. Okay. Ja. Irgendwann setzen wir uns wieder zusammen. Okay. Bevor das passiert, warum hast du immer diesen merkwürdigen Ausdruck in der Stimme? Diesen hämischen. Was? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, wovon sie spricht. Du hast ja auch kein Gehör. Hallo. Er hat auf jeden Fall so einen komischen Ausdruck. Vielleicht seid ihr einfach nur paranoid, ihr als den Schweine. Nee. Ja, das glaube ich auch. Denselben Ausdruck wie ich in der Stimme, wenn ich Katastrophentourismus betreibe. Mhm. Ja, warte mal. Und darüber wundert ihr euch jetzt, oder was? Seid ihr dumm? Das färbt alles ab. Verdammt. Also, wir dürfen kommst so hier sein. Hin, denkst, die spielen jetzt seit 3 Jahren, Alter, die müssen ja jetzt echt langsam mal einigermaßen ausgereift sein, chillst ein bisschen vor dich hin und plötzlich hat er Starfer offen. Und da sagst du mir, ja, Katastrophentourismus oder was? Natürlich! In Wirklichkeit wollten wir da danach nur einen Burger holen. Boah, das wäre übel lustig gewesen. Judy, ihr trefft euch wieder. Kaban hat vorher eine Flasche Wasser und eine Packung Aspirinersatz irgendwie vor die Nase gestellt gekriegt. Nee, ich habe die mir sogar selber genommen. Und ich habe geduscht. Der Alkohol riecht trotzdem noch aus allen Poren. Es gibt halt Anti-Kater-Mittel, das ist super. Du meinst Ibuprofen und Magentabletten, die Magensäureproduktion hemmen, ja. Ja, unter anderem. Oder Jojo mit dem Anti-Kater-Zauber. Nein. Sag mal, das wäre ja wohl unverschämt. Richtig. -3. Das hat er auch nicht verdient. Das stimmt. Okay. So. Aber es gibt immer einen Kaffee. Jojo-Kaffee. Oh. Der macht wach. Und dann habe ich was gegen die Säureproduktion in meinem Magen geschluckt und dann habe ich Jojos Kaffee getrunken und dann habe ich gemerkt, das war keine gute Kombi. Das ist keine gute Kombi. Deswegen muss ich immer so pupen. So, Schnubbis. Wie machen wir es jetzt? Wir kennen ja, in dem Moment hatten die Wachtypen überhaupt Routen? Die sind so ja eingezeichnet. Ja.
Ja, stimmt. Aber wir haben auch die Abstände und alles, ne? Das hatten wir ja alles. Habt ihr alles. Ja, das haben wir. Okay, das heißt, wir bemühen uns, weil wir einigermaßen wissen, was da los ist, zum bestmöglichen Zeitpunkt durch den Zaun. Wir haben ja selbstverständlich auch geguckt, inwiefern das alles möglich und problemlos möglich ist, zu kommen. Also bleiben wir bei unserem Ursprungsplan? Ich denke. Okay. Kürzester Weg ins Gebäude, ja, passt schon. Jo. Dann müssen wir es nur so irgendwie einigermaßen abstimmen, dass wir das mit den Kameras und alles hinkriegen. Aber ich denke, das sollten wir, wenn wir uns das jetzt überlegen, gut hinkriegen. Und müssten dann uns den Kram von den Typen noch holen. Da müssen wir dann aber auch in der Nacht auf jeden Fall noch handeln, weil wenn die nicht zur Arbeit kommen, wird's scheiße. Welche Lösung habt ihr für die vereinzelten Kameras im Gebäude? Warte, dadurch, dass wir uns eigentlich nicht lange im Gebäude aufhalten wollen, sollen, und die haben ja einen gewissen Weg, ein Antikamerasystem, vermute ich. Glaube ich, habe ich so noch sowas? Ich glaube ja. Das wäre mal nützlich nachzugucken, sag ich mal. Das wollte ich gerade tun. Also ich meine, das kannst du dann halt nur in einem Raum benutzen, ne? Da wäre vermutlich der Gang am sinnvollsten, der Außengang, weil da vermutlich also höchstwahrscheinlich eine Kamera sein wird und die euch da relativ lange aufhalten, sonst in Räumen kann man sich ja noch so ein bisschen verstecken hinter irgendwelchem Scheiß. Was macht ihr mit Leuten, auf die ihr trefft? Unter Umständen. Ich gehe davon aus, dass wir Uniformen ungefähr so aussehen. Normale Menschen. Wir können uns eventuell Uniformen mitnehmen von dem Typen. Genau, also Uniform wollten wir ja noch soweit machen oder besorgen. Jojo hatte ja sogar schon angefangen, welche zu machen. Ja. Ja. Jetzt hast du ja auch... Wir sind unauffällig und sneaky. Hast ein Halbmuster, ja. Und gegebenenfalls, wenn wir noch zu den Typen gehen, die die Sachen haben, von denen können wir uns vielleicht tatsächlich auch sogar noch eine Uniform besorgen. Jo. Eine, die Xu passen wird, findest du. Eine, die dir passen wird, findest du nicht. Eine, die Kaba passen wird, findest du nicht. Eine, die mir passen wird, kann ich vielleicht ganz grob verhältnismäßig schnell, irgendwie so 2-3 Stunden habe ich ja noch Zeit, abstecken. Du hast sie doch eh schon gemacht, die Uniform fällt mir ein. Ich habe dich das sogar schon würfeln lassen. Ja. Jo. Dann habt ihr Uniform, das passt. Genau, so. Deswegen wollten wir ja unter anderem dann auch die RFID-Chips haben, weil wir dann nämlich auch da rein, also weil wir uns dann vermutlich zumindest von weitem auch grob dort bewegen können. Und die Türen gehen auch auf. Ich glaube, wir brauchen noch eine Möglichkeit für dieses 5-Liter-Fass. Wenn es nicht Kaban unterm Arm tragen soll. Da gab's ja zur Not diese, also 5 Liter sind nicht so viel. 5 Liter sind verdammt viel. Okay, das stimmt. Plus fast. Naja. Also ich meine, das wird so ein Scheibenwisch. Das ist so ein Kanister, oder? Das ist ein Reservekanister vom Auto. Das war schon groß. Reservekanister vom Auto hat doch mehr als 5 Liter. Es gibt hier einen 10 oder 5 Liter. Achso, ich kenne nur den 10 Liter Dingens. Sind echt gar nicht so groß. Ja, wo ich jetzt google, stimmt. Nichts, was du unter Mantel unter dieser Schutzkleidung verstecken könntest. Nee, das ist richtig, aber du kannst halt einfach so einen kleinen Kanister mitnehmen. Plus, die fahren doch öfter mal mit ihren Schubkarren da durch die Gegend. Das heißt, auf diesem Müllding sind ja auch Schubkarren und all sowas. Und da wollten... Was soll da sein? Na, sowas wie irgendwas, womit die, du hast doch gesagt, dass sie da hin und wieder mal Müll hin und her transportieren. Mit so Gabelstaber-ähnlichen Fahrzeugen, die hauptsächlich drohnengesteuert sind, in Gebäude 2 werden die gesteuert. Schubkarren, Alter, sind wir hier irgendwie. Gebäude 2, da kommen wir ja vorbei. Ja, da werden Leute drin sein, ne? Naja, aber wir können ja zumindest, wenn der Kanister da ist, können wir ja irgendeine Art, wir haben doch bestimmt Aufkleber gesehen oder das hat sich doch bestimmt irgendwie mal deutlich gemacht, was da so für Aufkleber auf den Sachen drauf sind, die so hin und her transportiert werden, die man dann vielleicht auch mal so in der Hand halten kann. Vielleicht irgendwie so eine Chemikalie, wie jetzt ein Chemiker hin und her transportieren würde. Außen wurde aber nichts transportiert, außer in dicken, fetten Müllfässern und so einem Shit. Dann ist das halt mal eine Ausnahme. Ja, genau. Okay.
Anders geht's ja nicht. Mhm. Oder wenn wir wissen, was, wie das fertige Produkt heißt und ein Etikett für das Produkt finden, könnte man vielleicht sogar so ein Etikett da drauf kleben und dann ist das halt einfach für die Qualitätskontrolle oder so. Irgendeine oder eine Probepackung für bla, die halt mal speziell abgefüllt wurde. Ja, da habt ihr, glaube ich, zwei Sachen oder drei Sachen zur Auswahl, aber das ist, ja, das ist ja dann ein Wahrscheinlichkeitsding, was eigentlich ganz gut ist. Vermutlich werden sowieso mindestens zwei der Sachen gleichzeitig hergestellt. Ja, das passt schon. So, dann machen wir das einfach so. Okay, dann würde ich sagen, wir machen sie jetzt sozusagen fertig, dass wir da reingehen, oder? Oder verstehe ich das gerade falsch? Ja. Ihr macht den Plan und ich sage euch, dass ihr die Sachen, die ihr noch zu erledigen habt, innerhalb der nächsten Tage problemlos abschließt. So, das ist so zwei geteilt. Mhm. Genau, so, das machen wir, wenn wir... Masken werden angelegt. Wenn wir raus... Ja, klar, Vermaskierung, also Latexmaske. Latexmasken-Krams. Welche Latex... Was für Latexmasken? Dinge, die aussehen, als wenn die so dazugehören würden. Heißt? Ich kann leider nicht aussehen wie Mensch, aber... Aber wir haben ja Fotos von den Leuten, das heißt, wir können ja zumindest gucken, dass die Latexmasken denen von weitem einigermaßen ähnlich sehen. Gut, dann machen wir jetzt erstmal einen Wurf auf Verkleiden. Keine Teamwork-Probe. Was? Du bist halt einfach 4 Köpfe kleiner. Und Karban ist halt einfach 7 Köpfe größer. Ja, aber? Verkleiden wir auf was? In Tischen. Tischen und Heimlichkeit. Nee, Verkleiden ist ein extra... Achso, ja, Heimlichkeitsgruppe stimmt. Es geht aber ja nur darum, ein Gesicht zu haben, was so ähnlich ist und nicht, es soll genauso aussehen wie... Okay, dann braucht er nicht würfeln. Weil das jemand, der... Also, wenn ich das Gesicht von Dame XY haben will... Dann weiß ich ja, dass die ungefähr 2 Köpfe größer ist als ich. Das heißt, das fällt auf jeden Fall auf. Also ähnlich, aber nicht gleich. Okay. Ja. Mhm. Dann einigen wir uns darauf, ihr werdet auf jeden Fall nicht erkannt und ihr seht den ähnlich und wir müssen das nicht würfeln. Also das wäre jetzt gut. Meine Idee gewesen, weil dass die jetzt 1,5 Köpfe größer oder 2 Köpfe kleiner sind und viel schmaler oder sowas, das ist klar. Man könnte es halt mit großem Aufwand irgendwie noch hinmodellieren, dass das Gesicht dann denen der Leute entspricht, aber dann passt es halt nicht zu euren Körpern, weißt du? Richtig, und das ist viel merkwürdiger. Deswegen lieber einfach nur ähnlich, und da kann man sich möglicherweise noch rausreden. Vielleicht, hoffentlich. Ich bin der Praktikant. Ja, ich bin Albina Bokonskotrov, aber ich habe einen riesen Wasserkopf bekommen über Nacht. Ich bin aufgeschwemmt, ja. Ich bin ihre Cousine. Nee, sie verwechseln mich nur. Ich bin hier nur dieser neue Praktikant hier in dieser Fertigung. Und das sind nicht die Druiden, die sie suchen. Ja, genau. Das werde ich dann einfach sagen. Ah. Was machen Sie denn hier? Ich wollte mir eine Tasse Zucker ausleihen. Den hast du jetzt schon so oft gebracht, aber nie angewandt. Das ist ja, weil einfach... es bisher nicht ging. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt musst du dir einen neuen überlegen. Ich würde mir schon mal einen Fluchtweg überlegen, falls wirklich alles schief geht. Du meinst mit dem Auto, um da schnell wegzukommen? Ja, genau. Okay. Easy. So. Und ich möchte mir gerne da die Umgebung nochmal die Umgebung auf dem Gelände angucken, um festzustellen, wo wir eventuell Deckung haben können, wo wir aufpassen müssen, wo wir nicht aufpassen müssen, von wo aus die Sicherheitsleute kommen könnten, etc. pp. Okay. Was macht ihr, wenn der manuelle Sicherheitscode, um den Deckel da aufzukriegen, nicht funktioniert? Industriemechanik. Okay. Das heißt, wir nehmen ein Schweißbrenner mit oder so. Ein Minischweißgerät, damit wir ein Loch hineinschweißen können. Wir wissen nicht, was drin ist. Vielleicht explodiert es, wenn es zu heiß wird. Vielleicht solltet ihr also ein Werkzeugkasten. Eine Monofilamentkettensäge. Also ein Werkzeugkasten müsst ihr mitnehmen, ja? Wir können einen Bohrer mitnehmen, ja. Und wir brauchen Taschen. Taschen für Zeug, das wir eventuell noch mitnehmen. Ja, Rucksäcke nennt sich das. Ja.
Bewaffnung, da rennt niemand mit Rucksäcken rum auf dem Gelände. Das ist richtig. So aber blaue, unauffällige Kasten. Taschen. Ja, die Taschen und Werkzeugkoffer, sowas hat man schon mal dabei. Ja. Waffen machen wir nächstes Mal, ist irrelevant. Panzerung unter die Uniform werdet ihr maximal kriegen im Wert von 6. Das sollte ich mir notieren. In der Tat, ja. Okay. Dann würde ich mir so ähnliche Taschen halt bevorzugen, wenn das gehen würde. Ohne das Logo am besten. Die wären ja relativ unauffällig, oder? Es lädt. Ja, so in der Art. Wenn, dann welche mit chemischer Versiegelung natürlich. Das werden die meisten dort haben. Natürlich. Easy. Oder nur so, dass es aussieht, als hätten sie chemische Versiegelung. Ja, das kostet dich 20 mehr. Ja. Von daher. Und ich meine, es schadet nicht, Taschen zu haben, die halt versiegelt sind. Das stimmt. Jo. Dann wird noch Gasmasken besorgt, falls trotzdem irgendwie ist ein Chemiewerk. Ja. Ich bin noch nicht wahnsinnig. Ihr könnt euch mal pauschal jetzt irgendwie ein Tausender von euren 60.000 abstreichen für alles, was ihr jetzt so bezahlt habt, insgesamt. Soweit ich mich entsinne, hat Flummi die Übersicht. Nee, ich hab die. Du hast die, dann streich mal da ein Tausender weg. Oder hab ich 60.000 von der letzten Runde noch gekriegt? Glaube nicht. Nee, 60 für euch alle drei. Erstmal zum Dings. Es ist nur noch 59. Delicious. Ja, wir hatten noch irgendwie 7.000 da drin. Ach ja, 7.700. Stimmt, da war ja auch noch was. Nein. Dementsprechend. Bascht. Okay. Ich glaube, das sind alle Fragen, die ich hatte. Zielperson habt ihr euch ausgesucht, Buden habt ihr euch angeguckt, wie gesagt, da nehmen wir eine durch, das passt. Schlösser habt ihr euch angeguckt, Kameras und so, bla bla bla, das passt schon alles. Wachmänner. Ja, Fluchtweg. Ja. Es würde ja nicht auffallen, wenn ich Messer mit reinnehmen würde, oder? Weil die wurden noch nicht detected. Gibt keine Anzeichen dafür, dass das gemacht wird, ja. Außerdem das wollen wir eh nicht durch den Haupteingang. Ja, die kann man auch notfalls unter, ne? Unter kannst Kleidung. Kannst du auch ein Keramikmesser holen, bis die immun gingen. Ne? Aber die anderen beiden werden vermutlich eh Knarren mitnehmen, deswegen ist egal. Jo, werden ja. Wir. Dann kommt noch meine eigene Maske in, hier so eine Tasche. Okay. Dann bin ich. Ich überlege gerade, ob ich eine Pistole unter der Kleidung und eine Maschinenpistole in so einer Tasche haben sollte. Waffen könnt ihr euch bis nächstes Mal überlegen. Das müssen wir dann nicht nochmal, ne? Na, das ist. Vergessen wir doch alle wieder. Jo. Dude. Das wäre es. Also ein Kanister und Porttaschen. Ausgezeichnet. Da würde ich sagen, machen wir für heute Schluss, Kinder. Das können wir tun. Sehr schön. Feierabend. Flummi hat ja in den Kommentaren gespickt. Die war ja geschickt. Weil ich schon mal das Thema hatte, von wegen, wo ist der Unterschied zwischen dem Wachmann, den du abknallst, und dem Zivilisten, den du verschonen willst. Wenn man da so einen richtig nervigen Charakter in der Runde hat, irgend so ein Typ mit hier, wie heißt das auf Deutsch, Code of Conduct, Ehrenkodex, mit Ehrenkodex, wo er sagt, die Zivilisten, die können wir nicht umbringen. Wenn man die einfach nur fragt,
wo der Unterschied zwischen den Zivilisten und den Wachmännern ist, sagen die meisten sowas wie, ja, die Zivilisten haben sich nicht dafür angemeldet zu sterben, die Wachmänner schon. Und dann kann man immer wieder mitkommen mit, aha, du machst also Unterschiede zwischen dem Wert des Lebens, was bist denn du eigentlich für einer? Du bist ja ein richtig menschenverachtender Mensch, ich bringe wenigstens alle um. Na? Das hilft meistens. Man sollte den letzten Satz nicht dazu sagen. Man sollte ihn nur irgendwie beschuldigen, dass er unterschiedliche Werte verteilt für unterschiedliche Leben. Das klappt meistens ganz gut. Weil auch viele darauf einfach wirklich keine Antwort haben, weil es auch einfach keine dafür gibt. Nech? So, also viel Spaß beim Mudi-Schlachten. Kleinschlawiner. Bis zum nächsten Mal.